Herr Feldkamp, wir befinden uns in der letzten Phase der Vorbereitung. In einer Woche beginnt die neue Bundesliga-Saison. Ihre Mannschaft, der FC Kaiserslautern, ich sehe gerade, es fehlen einige Spieler. Haben Sie Verletzungssorgen? Ja, mit Sicherheit. Aber bei den Freundschaftsspielen, wenn man 11 macht in 14 Tagen, dann ist jeder Verein enttäuscht, weil man immer die Standardaufstellung bringen sollte. Aber auf der anderen Seite ist in der Vorbereitungsphase keine Standardaufstellung. Verletzungssorgen habe ich, weil eben doch Stammspieler wie Gaye, Wolf und Briegel heute hier angeschlagen sind. Und das kommt daher, dass wir gestern Abend noch das Spiel hatten gegen die Prager oder gegen die Tschechen. Und wie weit die Verletzungen am nächsten Wochenende noch tragen oder wie weit sie uns hindern, kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Verletzungen von den genannten Spielern sind sicherlich nicht so schlimm wie die von dem Torwart Bonny Hellström, der ja zumindest für die Vorrunde nicht mehr eingesetzt werden kann. Ja, Vorrunde möchte ich fast ein bisschen ausschließen. Man soll es nie so pessimistisch sehen. Im Moment ist es so, dass er nach 8 Wochen mit dem Training wieder anfangen kann, wenn alles normal verläuft. Und so wie ich den Ronny kenne, glaube ich daran, dass wir ihn also doch noch in der Vorrunde einsetzen können. Bei Rainer Gaye, da sieht es auch böse aus. Dieser Fersensporn ist entzündet und es gibt jetzt noch einen Versuch. Wenn der nicht positiv läuft, dann wird er auch operiert werden. Das heißt also auch 8 bis 10 Wochen, alle anderen Spieler, Briegel und Wolf, glaube ich, nächsten Wochenende zur Verfügung zu haben. Sie haben jetzt schon einige Spiele gemacht in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist das letzte offizielle Testspiel. Sind Sie mit den Ergebnissen zufrieden? Haben Sie neue Erkenntnisse? Und das ist schon eine Idealaufstellung für den Beginn der Saison zumindest? Mit Sicherheit hat jeder Trainer eine Idealaufstellung, wenn er mit einer Mannschaft zusammenarbeitet, 6 Wochen oder 4 Wochen. Aber es wäre Wahnsinn, eine solche Idealaufstellung auch nur irgendwo zu nennen. Denn Sie sehen, wie es mit dem Hellström kommt. Wenn ich also immer von Ideal rede, dann enttäusche ich jeden, der dahinter steht. Und man sollte immer die letzte Mannschaftsaufstellung, die freitags gesund vom Platz kommt. Und dann erst kann ich meine Idealaufstellung bekannt geben. Aber Erkenntnisse aus den Vorbereitungsspielen habe ich, dass wir, glaube ich, mit dem, was zu uns gekommen ist, dass wir da nicht von enttäuscht werden. 2, 3 Leute haben sich da schon herausgeschält. Ich denke da an Andreas Brehme und ich denke auch an Eilenfeld und auch an Hübner, der dahinter steht. Also es ist von den 6, die zu uns gekommen sind, sind schon einige ganz positive Elemente in die Mannschaft getragen worden. Ja, Sie haben mit der Mannschaft in den letzten 3 Jahren hervorragende Plätze erreicht in der Bundesliga. 2-mal der 3. Platz, 1-mal der 4. Platz. Glauben Sie, dass Sie diese Leistung wiederholen können oder sind die Ziele vielleicht noch etwas höher gesteckt, dass Sie doch in die Meisterschaft echt eingreifen können? Es wäre falsch, das nicht zu wollen. Aber es ist viel wichtiger, dass man einmal aufzählt, dass momentan Borussia Dortmund, der 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und vor allen Dingen Köln, dass sie einfach die Anstrengungen machen, uns da oben runterzuholen. Und dass wir nach Stuttgart beißen und nach Bayern München und nach Hamburg, das ist eine ganz klare Zielsetzung. Und wir sind nicht schwächer geworden. Warum sollten wir uns nicht ein Ziel, was höher liegt, stecken? Sie haben sich nicht so mit nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten wie größere Vereine. Ich denke nur an den 1. FC Köln, an den VfB Stuttgart und auch Hamburger SV, Bayern München. Glauben Sie, dass Sie mit dieser Mannschaft überhaupt auf Dauer oben an der Spitze bleiben können? Ich denke, dass der Zuschauerschnitt von 20.000 oder 25.000, wie in der FCK höchstens erreichen könnte, doch vielleicht etwas zu wenig bringt. Ich wäre mit Sicherheit an dem heutigen Tag nicht glücklicher, wenn ich den 1. FC Köln trainieren würde. Denn ich würde eine solche Einkaufspolitik wahrscheinlich auch nicht machen, wenn ich dort Trainer wäre. Also ist das für mich mit dem Einkauf der Namen noch nicht gesagt, dass man eine Mannschaft hat. Und mit den finanziellen Möglichkeiten zu sagen, ich habe ein Konto, wir können Spieler kaufen, damit sind sie noch nicht da. Also ich glaube, das Letzte ist vielleicht sehr schwer. Für den 1. FC Kaiserslautern wird es sehr schwer sein, in den nächsten Jahren diese Mannschaft, je mehr sie nach oben kommt, umso höher werden die Ansprüche, umso teurer werden die Spieler. Und zwar nicht untereinander, sondern auch im Marktwert, um andere Vereine zu interessieren. Und das wird das Problem für den 1. FC Kaiserslautern und für die Pfalz sein. Wir haben gestern lange darüber diskutiert in einer Pressebesprechung, wenn es nicht gelingt, dieses Stadion attraktiver zu machen, nicht die Preise anzuheben, sondern den Schnitt der Preise und der Plätze attraktiver zu machen, dann wird die Pfalz sich vielleicht wieder an Hausmannskost gewöhnen müssen in den Jahren, denn gute Spieler werden dann abgeworben und sind einfach in dem Gehaltsgefüge beim 1. FCK nicht zu halten. Das muss man ehrlich aussprechen und da sollten sich auch nicht nur die Sportler, sondern auch die Politiker mal Gedanken darüber machen. Ja, noch eine letzte Frage. Ich glaube, die Vereinsführung wird im Moment alles getan, um eine
eine attraktive Mannschaft zusammenzubekommen, um besondere Attraktivitäten zu schaffen für die Zuschauer, und auch die Spieler sind zufrieden. Ich nehme an, sie haben auch einen guten Kontakt und eine gute Zusammenarbeit mit der Vereinsführung. Glauben Sie, dass nach dem Weggang von Atze Friedrich, der ja Ende August, glaube ich, das Handtuch wirft, wie ich schon mal gelesen habe, glauben Sie, dass es dann die gleiche Vereinsführung weitergeführt wird und auf die gleiche Basis? Das kann man nicht, denn ich glaube, ein neuer Präsident, der kommt, hat eigene Vorstellungen. Was sehr wichtig ist, wir haben im nächsten Jahr keine Entschuldigung, wenn der Atze Friedrich nicht geht, denn die ganze Planung ist zwischen mir und dem Atze Friedrich gelaufen fürs nächste Jahr. Wenn es also keine Profilkämpfe oder Profilierungskämpfe dort oben gibt in dem Vorstand, dann gibt es für den FCK keine Entschuldigung. Also die anderen fünf wollen weitermachen, und es wird jetzt darauf ankommen, wie wird der Mann an der Spitze die Arbeit, die bisher geleistet haben, weiterführen. Aber es wird sehr schwer sein. Der Atze Friedrich hat Höhepunkte gehabt, die auch die Mannschaft mitgesetzt hat. Er hat den Ausbau der Ostkurve. Ein neuer Präsident muss was Neues schaffen. Wenn es ihm gelingt, die Westkurve zu bauen und darüber hinaus die Mannschaft weiter unter 1 und 5 zu halten, dann glaube ich, ist der Atze Friedrich genauso schnell vergessen wie ein guter Fußballer oder ein guter Trainer. Gut. Herr Feldkamp, ich darf mich recht herzlich für dieses Interview bedanken. Wünsche Ihnen und der Mannschaft alles Gute für die Saison. Einen Spitzenplatz, wenn es geht, natürlich den deutschen Meistertitel. Das wäre natürlich eine tolle Sache für die Pfalz. Ja. Und vor allen Dingen auch an den Rolli Hellström die besten Genesungswünsche. Ja, danke schön. Norbert Einfeld, der teuerste und der